So, einen schönen guten Morgen. Projekt Laufen Ute Stangassinger. Ja, ich nähere mich sozusagen meinem ersten Etappenziel, meinem ersten Meilenstein, nämlich am Wochenende der erste 10-Kilometer-Lauf. Und du siehst, ich bin hier heute nochmal im Stadion. Leider nicht ganz alleine. Schulkinder machen hier gerade Schulsport, aber egal. Und ich habe mein letztes Intervalltraining. Und ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie es mir geht, weil heute muss ich nicht 1000 Meter laufen, 3-4 Mal, was eigentlich ganz gut ging, sondern 8 x 400. Und ich kann mich erinnern so an meine Jugendzeit, meine Sportzeit. Also 400 Meter war so das, was ich überhaupt nicht mochte. Und ich bin jetzt echt ganz gespannt. Ich kann jetzt während des Laufens wahrscheinlich nicht filmen, aber ich werde dir gleich danach berichten, wie es mir gegangen ist und ob ich diese 8 Mal wirklich geschafft habe. Bis gleich! So, ihr Lieben, Teil 2 vom Video und ihr seht, ich bin ziemlich fertig. Ziel war, Aufgabe war 8 mal 400 Meter und ich habe euch ja vorher schon gesagt, das ist so gar nicht meine Paradedisziplin. Ich laufe lieber echt lange Strecken und ja, ganz ehrlich, ich habe das nicht geschafft. Also ich bin 6 Mal gelaufen. Die erste Runde war fies, dann 2, 3 und 4 ging eigentlich. Aber ich glaube auch nicht in der vorgeschriebenen Zeit. Das muss ich mir dann später auf der Uhr mal anschauen zu Hause. Mein Fazit für mich gerade im Moment, ich habe ja am Wochenende meinen ersten 10-Kilometer-Lauf nach vielen Jahren. Ich fühle mich nicht so optimal vorbereitet. Ja, ist jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Erstmal das Positive heute, ich habe es zumindest versucht. Ich habe mich dem gestellt und vielleicht als kleinen Tipp, was ich gemacht habe, weil ich gemerkt habe, so die 400 Meter wurden immer länger. Ich habe so ein paar Sachen ausprobiert. Ja? Kann ich das Ziel vielleicht sehen? Soll ich mal in Metern versuchen, das runterzuzählen? Und habe dann gemerkt, was bei mir am besten funktioniert ist, wenn ich die Schritte so zähle. 1, 2, 3 links, 1, 2, 3 rechts. Also einfach so mich abzulenken. Das hat mir ganz gut geholfen. Hat aber nicht geholfen, damit ich noch zweimal laufe. Da war dann mein Schweinehund oder die Entschuldigung, ich habe gleich in einer Stunde einen Termin, wirklich, ja. Ich muss noch heimfahren, duschen, ins Büro, dann irgendwie doch stärker, ja. Und ich versuche jetzt aber einfach trotzdem, mich dafür nicht zu verurteilen und das zu akzeptieren, dass es halt nur für 6 Mal gereicht hat. Aber immerhin bin ich gelaufen und ich werde am Wochenende den Lauf machen, freue mich auch total drauf. Und da spätestens berichte ich dir wieder von meinem ersten Meilenstein. So, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Nochmal einen schönen Blick für dich hier in Prien am Chiemsee in die Berge. Mach's gut, die Ute von Mentalhaus. Ute Stangassinger. Ciao, ciao.